Ich melde mich mal wieder von unterwegs, genauer gesagt aus München, wo nach einer dreijährigen Wartezeit hier am Samstag und Sonntag wieder die Numismata stattfindet. Dabei handelt es sich ja um eine der zwei großen traditionellen Münzenmessen. Und nachdem vor ungefähr einem Monat die World Money Fair in Berlin ein fulminantes Comeback gefeiert hat, sind die Hoffnung und die Erwartung auf einen weiteren Erfolg hier auf der Numismata natürlich sehr groß. Viele von euch, die schon seit einigen Jahren in der Welt der Münzen unterwegs sind, werden sich sicherlich noch an die Numismata im Jahr 2020 erinnern oder daran, dass sie eben nicht stattgefunden hat. Denn damals hat kurz vor dem Beginn der Messe haben die Behörden dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Numismata konnte nicht stattfinden. Sie ist kurz vorher abgesagt worden. Viele Händler waren im Landeanflug oder hatten auch schon ihren Stand aufgebaut und dann hieß es plötzlich, die Messe kann nicht stattfinden. Das war dann auch der Startschuss für die Einschränkung durch die Corona-Pandemie in der Welt der Numismatik. Viele Messen sind danach ausgefallen und auch die Numismata musste in den letzten Jahren eine Zwangspause einlegen. Und jetzt ist eben die Vorfreude umso größer auf ein fulminantes Comeback dieser Münzenmesse hier in München. Wenn ihr vor einem Monat auf der World Money Fair wart und jetzt hier nach München kommt, dann werdet ihr durchaus einige Unterschiede sehen. Hier sind nur wenige Münzprägestätten und offizielle Stellen vertreten. Die Münze Deutschland hat zum Beispiel keinen Stand hier. Die einzige große Prägestätte, die ich gesehen habe jetzt beim Aufbau, ist die Münze Österreich, die hier rübergekommen ist. Das heißt also, der Showteil, den man in Berlin ja kennt, in der großen Halle, diese bunte, ich sag's ja immer so, das Disneyland der Münzen, das gibt es hier nicht. Hier gibt es einfach ganz viele hunderte Tische, über 200 Händler aus Deutschland und dem europäischen Raum und sogar aus dem Rest der Welt sind hier. Und hier geht es einfach um Kaufen, Kaufen, Kaufen und Verkaufen natürlich. Das kann man anders nicht sagen. Und das ist auch gut so. Deswegen hat diese Messe auch ihren ganz besonderen Charme. Deswegen gibt es auch viele Münzen, für die Numismata die absolute Nummer 1 ist. Und dementsprechend ist auch meine Vorfreude ganz groß, hier ab morgen, ab Samstag und dann auch am Sonntag am Leuchtturmstand mit dabei zu sein und zu schauen, was die Sammler gerade bewegt, was euch da draußen bewegt, welche Produkte besonders hoch bei euch im Kurs stehen, ja, und wo es hingeht mit der Welt der Münzen. In diesem Sinne herzliche Grüße hier aus München, auch vom gesamten Leuchtturmteam natürlich. Wir melden uns am Samstag und am Sonntag nochmal mit einem kleinen Update von der Numismata in München.